Nach ungefähr einem halben Jahr verkaufe ich meinen Canon Pro 1000. Warum? Das erfahrt ihr jetzt. Hey Leute, willkommen bei Woanders Vegan. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, ich verkaufe meinen Pro 1000. Warum ist das so? Ich drucke zu wenig. Und das ist der eigentliche Grund. Ich habe gemerkt, dieser Drucker lohnt sich nicht, rentiert sich nicht, wenn man nicht genug damit druckt. Und zwar ist es so, man muss jede Woche einen größeren Ausdruck machen, hier so in A3, damit die Drüsen nicht verstopfen. Das habe ich gemacht, aber das war es auch meistens schon. Also ich habe versucht, immer diese Drucke zu machen, mehr aber auch nicht. Und das ist einfach zu wenig. Ich habe keine Aufträge in dem Sinne, die groß Prints nachfragen. Und von daher macht das keinen Sinn für mich. Ich will auch weg von Aufträgen generell. Ich will mehr meine Freiheit haben. Wir werden in einem Jahr länger auf Reisen sein. Da laufen die Vorbereitungen auch schon. Und so ein Drucker, der steht nur hier und setzt Staub an. Und ich bin so eingestellt, wenn ich was nicht brauche, wenn ich merke, ich nutze es nicht genug, dann kann ich es auch verkaufen, egal wie viel Verlust ich damit mache. Vielleicht ganz kurz zu den positiven Seiten dieses Druckers. Die Qualität ist Wahnsinn. Also wirklich, die Qualität ist super und es macht Spaß, es ist wertig. Man hat wirklich das Gefühl, das ist eine ausgereifte Maschine, die da arbeitet und macht wirklich Spaß. Und ich habe auch wirklich viel Freude damit gehabt. Und alle Prints, die so in der Wohnung verteilt sind, sind alle hier raus. Und ich bin auch mega stolz drauf, muss ich sagen, auf diese Ausdrucke, weil die dann noch ein Stück weit mehr Persönlichkeit haben. Ich habe letztens einen Kommentar von jemandem bekommen, der gesagt hat, ich soll doch mal schauen, wie es bei mir wäre, wie viel Drucke ich denn rausbekommen würde mit so einem Patronensatz und wie denn der Wartungsbehälter aussehen würde. Ganz kurz, der Wartungsbehälter fängt Tinte auf, die zum Reinigen gebraucht wird. Also die Drüsen werden gereinigt und die Tinte, die gebraucht wird dafür, die wird eben darin aufgefangen. Und wenn der voll ist, und der ist bald voll, dann muss der ausgetauscht werden. Das sind 20 Euro ungefähr, kostet dieser Behälter, den muss man austauschen. Jetzt sind aber auch die Patronen leer. Also gestern habe ich noch damit gedruckt, und zwar hier den Ausdruck. Heute zeigt er mir an, dass die Patronen fast leer sind und ausgetauscht werden müssen. So, wenn ich mal zusammenzähle, wie viele Prints ich insgesamt gemacht habe, komme ich vielleicht auf 15 A3 und insgesamt vielleicht 20 kleinere Formate. Ich habe kein einziges Bild in A2 ausgedruckt und meistens A3. Und das ist einfach nicht viel. Für so einen Satz, der 500 Euro kostet, dieser Patronensatz. Ich will nicht sagen, dass es an diesem Drucker liegt. Die meisten sagen zum Beispiel auch, dass nach dem Firmware-Update der Drucker weniger Tinte braucht, um sich zu reinigen. Es ist einfach die Art gewesen, wie ich damit umgegangen bin. Wenn man wirklich sehr sporadisch druckt, lohnt sich dieser Drucker nicht, weil dafür verbraucht er einfach zum Reinigen der Drüsen irgendwie viel zu viel. Wenn ich den jeden Tag in Benutzung habe und er reinigt einmal am Morgen und ich drucke damit wirklich konstant irgendwie den Tag über ein paar Sachen oder mal einen Großauftrag, dann lohnt sich der und dann macht er auch viel mehr Prints. Und deswegen, ich will in keinster Weise auf diesen Drucker schimpfen. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Qualität gewesen. Es ist einfach mein Verschulden, dass ich ihn zu selten nutze. Und dass ich mir im Vorhinein vielleicht zu wenig Gedanken gemacht habe, wo ich denn überhaupt hin will mit meiner Fotografie. Noch ein Problem beim wenigen Drucken war, ich habe manchmal die Einstellung vergessen. Also der Drucker ist sehr umfangreich, was die Einstellmöglichkeiten angeht, gerade wenn man mit ICC-Profilen spielt. Das ist dann sehr individuell auf Papier abgestimmt. Und da kann man entweder dann mit Lightroom drucken oder mit dem Canon eigenen System, also mit dem Canon eigenen Programm. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut, wenn man alles richtig macht. Und es gab Momente, wo ich mein eigenes YouTube-Video, ich kann es hier verlinken, angucken musste, dass ich wieder weiß, wie das funktioniert und keinen Fehler mache. Und letztens habe ich über Lightroom den Print hier ausgedruckt und da kam einfach viel zu rot raus, weil ich die Optimierung irgendwie angelassen hatte und dann trotzdem das Farbprofil ausgewählt hatte.
Und dann kann es eben sein, dass man so einen Print zu rot bekommt oder eben nicht so, wie man den möchte. So, also wem würde ich den Drucker denn jetzt empfehlen? Ich würde den Drucker empfehlen bei Fotografen, die wirklich sehr, sehr häufig Hochzeiten, die häufig Familienfotos machen. Einfach Felder der Fotografie, wo Prints einfach noch nachgefragt werden. Und nur dann kann sich so ein Drucker lohnen. Oder man ist Landschaftsfotograf und vertreibt eigene Prints über die Webseite und das ist schon ganz gut angelaufen und man weiß, dass man diesen Drucker auslastet. Genau dann kann man den kaufen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wer den Drucker kaufen möchte, wer ernsthaft Interesse hat, ich verlinke unten das Angebot zu eBay Kleinanzeigen. Ich möchte gerne, dass er abgeholt wird. Also ich will ihn nicht verschicken. Ich glaube, das tut dem Gerät nicht gut, gerade ohne diese riesige Packung, die am Anfang mit ihm kommt. Die habe ich nämlich nicht mehr, weil wer hat so viel Platz? Also wer Interesse hat und in der Lage ist, den abzuholen, der kann sich gerne über eBay Kleinanzeigen oder über die E-Mail melden. Es ist ein guter Drucker. Wenn den jemand richtig nutzt, dann lohnt er sich auch. Also, das waren meine Gründe, warum ich diesen Drucker wieder verkaufe. Und ich bereue natürlich ein wenig, so blauäugig gewesen zu sein. Also bevor ihr diesen Drucker kauft, macht euch ganz genau Gedanken, wo stehe ich mit meiner Fotografie, wo will ich hin und sind Prints davon ein Pfeiler, den ich unbedingt brauche. Nur dann macht er Sinn. Ja, ich hoffe, ich konnte allen, die vor der Entscheidung stehen, so einen Drucker zu kaufen, um einen kleinen Denkanstoß geben. Überlegt es euch gut, wie seid ihr aufgestellt? Macht es Sinn für euch? Überlegt es euch wirklich und es ist ein toller Drucker, wenn er genutzt wird. Also, bis dahin, macht's gut, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! We'll be right back.